es leben noch etwa ein Drittel leben noch. Also es waren 46 Personen, so 15, 20 leben noch. Natürlich die älteren Generationen, die also im Jahr 1900 geboren sind, die sind alle weg. Ne? Ich bin jetzt 75 Jahre, ich bin einer von den Ältesten. Es ist noch einer da, ein Georg Schmidt, der 80 Jahre ist, aber sonst sind die meisten, die Alten, weg. Aber die Jungen sind immer noch, fühlen sich immer noch, solange sie auf den Friedhof gehen dürfen zu ihren Eltern, und sind sie eben doch noch, denn man sagt ja hier, man sagt jawohl, der ist hier, also der ist, dem seine Eltern sind, oder es ist einer von dort her. Ne? Es wird erst vielleicht noch in 20 Jahren, wenn diese ganze Generation weg ist, dann werden unsere Kinder und Enkelkinder endlich mal Gundelsheimer werden. Aber bis dorthin bin ich stolz, dass wir noch immer Budakesser und aus Ungarn sind, und schäme mich nicht, wo ich herkomme. Also man hat uns hierher verpflanzt, und einen alten Baum tut man nicht gern verpflanzen. Und warum? Weil er schlecht Wurzel schlagen kann. Zudem war hier die Erde auch verbrannt. Die Leute waren auch kriegsbedingt ganz geschädigt. Die Not war unter denen genauso wie unter uns. Die hatten auch nichts zum Essen. Die mussten sogar alles hergeben für uns. Ne? Und so ist es halt weitergegangen. Und bis eben dann die Wunden geheilt waren, aber es ist eben doch etwas zurückgeblieben, indem man immer wieder durch den Wirtschaftsaufschwung, der dann kam, und diesen Wirtschaftsaufschwung waren wir jetzt aus Ungarn hier angesiedelt wurden, haben wir einen ganz großen Teil mit dazu beigetragen. Ich nenne mich heute noch ein Trümmerbub, weil wir sind nur in den Trümmern hineingekommen. Und unsere Mütter und unsere Großeltern waren alles Trümmerfrauen und Trümmer, weil wir aufbauen mussten. Es war ja alles ein Schutt und ein Haufen hier. Ne? Aber dann kam die bessere Zeit, und so ging es aufwärts und aufwärts. Die Alten haben das auch vergessen, das Heimweh ist vergangen, aber die Tränen sind doch geblieben. Und ich denke heute noch immer mit einem kleinen Heimweh dorthin zurück in meiner Jugend und die Zeit, wo ich hierher gekommen bin, denn hier habe ich ja schließlich jetzt meine Kinder, meine Enkelkinder, hier habe ich mein erstes und letztes Glück gefunden, meine Frau, und hier möchte ich auch bleiben. Ah, das ist jetzt meine Heimat, obwohl ich immer wieder gerne in die alte Heimat gehe. Wie oft warst du daheim? Fast jedes Jahr. Fast jedes Jahr gehe ich einmal in meine alte Heimat, und der erste Weg ist auf den Friedhof, weil mein seliger Vater, der 1945 von den Russen erschossen wurde, der liegt heute noch an einem wunderschönen Platz im Friedhof. Mein erster Weg ist der Friedhof, meine Knie beugen und auf den Himmel raufschauen und danken, dass ich wissen darf, er ist dort, ich werde ihn wieder sehen. Und der zweite Weg ist dann in die Kirche, und der dritte Weg ist ins Gasthaus Stofflitz, und da ist meine zweite Heimat geworden. Da übernachte ich dann. Und wenn wir heimfahren, dann sagen wir wieder, jetzt fahren wir heim. Als wir kamen, fahren wir heim. Wo sind wir eigentlich daheim, frage ich mich. Hier sind wir nicht daheim, dort sind wir nicht daheim. Es ist Zeit, dass wir uns eine ewige Heimat suchen. Schätzt du dich dann glücklich, dass du zwei Heimat hast? Im Grunde genommen ja, denn ich bin ja ein reich Beschenkter, wer kann schon sagen, ich habe zwei Heimaten. Ne? Ein altes Sprichwort sagt, wäre ich lieber nicht geboren, als die Heimat verloren. Ne? Und was sagt deine Frau, wenn du immer... Meine Frau sagt, die freut sich immer wieder, ich musste ein Zitat meiner Mutter sagen, obwohl sie eine Einheimische ist, hat sie mir immer gesagt, du hast die beste Budakesser Frau bekommen. Ja. Und sie macht mit allem mit, sie kocht mir bis zum heutigen Tag. Das ganze, was meine Großmutter mir gekocht hat, das kocht auch sie. Und hier kommt sie gerade zur Tür herein, mein Goldschatz, und sie
ist es, die mich immer wieder aufbaut und erhaltet. Soeben habe ich von meinem seligen Vater gesprochen, den das traurige Schicksal ereilt hat in Budakesse. Zwischen Budakesse und Budaörsch ist er erschossen worden, lag 6 Wochen im Wald, bis man ihn gefunden hat. Und ich habe ihn nicht nur im Herzen, sondern ich habe ihn hier an meinem Schreibtisch tagtäglich vor meinen Augen. Und ich habe immer noch Kontakt mit ihm. Wenn ich auch nicht an seinem Grab stehen kann, was ich jedes Jahr einmal tue, aber der Kontakt zwischen ihm, in seine Augen, in meine Augen schaue, dann weiß ich genau, er freut sich im Himmel und ich freue mich hier. Meine Kinder, also ich kann nur sagen, ich habe eine wunderbare Kindheit erlebt, weil ich nichts Besseres wusste. Für mich war es die schönste Zeit meines Lebens. Es war eine friedvolle Zeit. Ich kann mich nicht einmal erinnern an einen Streit zwischen meinen Eltern. Es war immer eine Harmonie, wenn wir auch arm waren. Wir hatten noch ein Zimmer und eine Küche, aber es war sehr warm. Nicht nur im Herd war es warm, sondern im Herzen ist es warm geblieben, bis ich meine lieben Eltern, das waren die traurigsten Tage und Stunden meines Lebens, wo ich ihnen ins Grab sehen musste, aber mit der guten Hoffnung, dass sie nicht für ewig gegangen sind, dass sie mir doch nur vorausgegangen sind. Und ich freue mich auf diesen Augenblick, wenn wir uns sehen dürfen. Ich bin überzeugt, dass Sie die Ersten sein werden, die mich dort drüben begrüßen werden. Ah, ja. Nicht der Sandpeter. Ja, und ich bin froh, dass ich diesen Glauben schon von Mutter auf ins Herz hineingepflanzt gekriegt habe. Ich musste jeden Sonntag in die Kirche gehen und musste jeden Sonntag erzählen, welches Messgewand hatte der Pfarrer an. Und wehe dir, wenn ich einmal nicht war, dann gab es nur die Hälfte Nudel in der Suppe. Ja, und wann bist du geboren? Ich bin 1930 geboren, am 2. April. Und mittlerweile sind 75 Jahre rumgegangen. Na schön, wir gratulieren dir. Ja, und dann in der Jugend war es nicht nur schön, aus dem einen Grund im Elternhaus, es war schön in der Schule. Ich bin sehr gern in die Schule gegangen. Man musste mich nicht in die Schule jagen. War auch ein guter Schüler, muss ich sagen. Man hat in mein Zeugnis habe ich heute noch von der Bulgari und von der anderen Schule. Es ist kein Dreier drin zu finden. Auch habe ich noch mein Bulgari Elamilop, das ich damals gehabt habe. Ne? Und ich habe die Sachen alle aufgehoben. Bis zum heutigen Tag. Und wenn wir heute mal in Deutschland ein Heimatmuseum bekommen werden, werde ich das alles schon gemacht, werde alles diesem Heimatmuseum vermachen. Diese Budakesser Bilder, die man hier bei mir sieht, oder aber ich habe auch eine Uniform mit Stiefeln und Hemd und mit einer Weste, ungarisch, ja, auch das ist schon alles bereit, wenn ich halt nicht mehr da bin, das kriegen alles die. Die Heimatstube, damit auch das hier erhalten bleibt, was wir mitbekommen haben. Jani, war es dir bewusst, dass deine Familie Schwab ist, so Schwäbe? Ja, mir war es bewusst, dass wir deutsche Abstammung waren. Wir haben auch bewusst damals an der Volkszählung mit hineingeschrieben, mein Vaterland ist Deutschland, mein Mutterland ist Ungarn. Und ich kann mich nicht einmal entsinnen, dass wir einmal daheim Ungarisch gesprochen hätten. Wir haben nur Deutsch gesprochen, also unseren Dialekt, unseren bayerischen oder schwäbischen Dialekt haben wir gesprochen, aber in der Schule haben wir nur Ungarisch gesprochen, aber aus der Schule raus und dann ging es schon wieder los mit der deutschen Sprache. Wie spricht man den Budakesser Dialekt? Kannst du vielleicht ein Gedicht oder was? Ja, mein Vater hat mich zum Beispiel gelernt, ein Lied. Morgen in der Früh, du teugerter Bur, du holst dein Teugel und gib es in Ruhe. Krieg sind die Huller, Stauern, weiß sind die Blier. Das hat mich mein Vater alles gelernt. Es ist doch interessant, dass du
praktisch drei Sprachen kannst. Ja, und ich bin auch stolz darauf, dass, und ich sage es jedem Menschen, wenn sie sagen, wenn ich sage, ich komme oder ich stamme aus Ungarn, bin dort geboren, man kann es mir heute nicht mehr anhören in der Sprache. Aber wenn ich will, kann ich auch wudigesserisch und schwobisch reden, so wie mir der Schnobi gewachsen ist. Was habt ihr immer gemacht außer der Schule? Ja, was haben wir gemacht? Wir haben kein Schwimmbad gehabt. Wir haben uns im Graben gebadet. Das hat man gesagt, hat in der Froschlacker, wo die Frösche waren. Und es ist keiner krank geworden. Wir haben dort das dreckige Wasser auch getrunken. Aber gut, Lob und Dank, wir sind alle noch heute, oder die meisten hier. Hast du viele Freunde gehabt? Freundinnen? Ja, Freunde habe ich genügend gehabt bis zum heutigen Tag. In meiner Gegend hier sind wir etwa 5 Männer in meinem Alter, die alle in der Nachbarschaft aufgezogen oder aufgewachsen sind und auch dort geboren sind. Das sind die 2 Preisler-Buben, die 2 Theiss-Buben und etliche Mädchen auch, denn man ist ja älter geworden. Und so mit 14, 15 Jahren hat man schon mit einem Auge gesagt. Und wie hat der Ungar gesagt? Als hätte ich seine Matreske oder so. Und als du schon mal größer warst, so nicht mehr so jung, was habt ihr dann gemacht? Noch in Ungarn. Was könnte man machen? Tanzen gehen? Zum Tanzen war ich noch zu jung, mit 14, 15 Jahren. Du warst 14. Ins Kino durfte ich gehen, wenn ich Geld bekommen habe, wenn ich brav war. Oder ich habe einen guten Onkel auf der Straße gefunden. Der hat mir dann immer Kinogeld gegeben. Oder ich habe in der Nachbarschaft, war eine Gaststätte, da habe ich Kegel aufgestellt und da habe ich immer was bekommen. Und wenn ich das Kinogeld gehabt habe, da bin ich davor gerannt. Und dann bin ich ins Kino gegangen. Aber das war nicht sehr oft. Mhm. Aber wir haben alle nur einen Friseurplatz gehabt, ganz vorne in der ersten Reihe. Wir mussten immer so in die Höhe schauen. Auf dem Balkon hat es nicht gereicht. Und womit haben deine Eltern sich beschäftigt? Meine Eltern haben sich, mein Vater war ein ganz gewöhnlicher Taglöhner. Er hat sich im Sommer sein Brot verdient bei den Maurern, bei den Ofensetzer. Und im Winter ist er in den Wald gegangen, Holz machen. Und das Holz wurde dann veräußert in Budapest. Denn ja, Geld war nicht viel immer im Haus. Ne? Und man musste schon schwer arbeiten. Hat er einen Beruf gehabt? Nein, mein Vater hat leider keinen Beruf gehabt, aber meine Mutter hat etwas angefangen. Wir sind auf dem Schwabenberg, Schwabherre, sind wir gegangen, Bortjual, mit Obst und Gemüse. Da sind wir von Haus zu Haus in den jüdischen Familien gegangen, haben angeklopft oder angeklingelt, man hat uns aufgetan und dann haben wir in der Küche verkauft. Und dann, das war unser Erwerb. Und am Sonntag sind wir sogar am Schwabheil raufgegangen. Dort waren die Sommerfrischler, hat man gesagt, die von Budapest hochkamen. Und dort haben wir dann am Sonntagmittag noch Obst verkauft. Oftmals unsere Mutter und ich haben verkauft. Und mein Vater ist heimgegangen und hat nochmal ein Bottchen voll geholt. Ne? Und das war auch ein sehr schöner Zusatzverdienst, ja. Mhm. Dann fällt mir noch ein, meine Mutter hat auch ein Milchgeschäft gemacht in Budapest. Mhm. Die sind mit dem kleinen Wegele von Tür zu Tür auf den 5-stöckigen Häusern, lag das Geld am Fenster und der Milchhafen, da wurde die Milch hineingeschüttet, das Geld genommen und das war auch morgens in der Früh um 2 fort, aber um 9, 10 waren sie schon wieder daheim. Und das war so, war halt unser Leben gestaltet. Bedeutet, dass sie auch Tiere gehabt hat und Pferde? Ja, wie Tiere. Ich habe eine Ziege gehabt. Aha. Und das war meine Gitter. Die ist mir nachgelaufen wie ein kleiner Hund. Und eines Tages habe ich meine Gitter vergessen im Sommer zu holen. Die war draußen angebunden. Und da war ich schon im Bett gelegen. Da hat mein Vater gesagt, hast du die Gitter geholt? Und ich gesagt, nein, aufstellen und die Gitter holen. Dann bin ich rein und die ist mir nachgerannt wie ein Hund. Die haben wir gehabt, bis wir ausgewiesen worden sind 1946. Und dann haben sie sich schweren Herzens
geschlachtet und das Fleisch haben wir in Schmalz eingedünstet und mit hierher gebracht. Meine selige Mutter und ich, wir haben 4 Wochen noch von der Gitter Fleisch gegessen. Wie süß. Und von Gitter habt ihr dann genügend Milch gehabt, ja, das auch zu verkaufen? Und nein, nicht. Die habe ich alle fast selber getrunken. Aus dem einfachen Grund, ich habe dann schon gehört damals, die Ziegenmilch ist die gesündeste Milch für Lungenkrankheiten. Denn ich hatte immer Angst vor der Lungenkrankheit. Meine Großmutter, von Vaterseite her, mein Vater, alle sind an der Lungenkrankheit gestorben, kann man sagen, fast. Außer mein Vater hat den anderen Tod noch erlitten. Und da habe ich immer selbst Angst gehabt von der Lungenkrankheit. Und ich habe die Gitter selbst immer gemolken und habe die ganz warm die Milch gleich getrunken. Was für Milch das ich, hat deine Mutti dann verkauft? Die Mutti hat verkauft Milch von den Bauern. Ah, ja, das von den Bauern. Ja, das ist ein Bauersmann reingefahren nach Budapest. Eckstein hat er geheißen. Und da waren 4, 5 Frauen dabei. Die haben in der Milchzentrale die Milch, jeder so 40 Liter hat. Und dann haben sie einen kleinen Raum gehabt. Da haben sie so 20 kleine Milchkännchen gehabt. Und da haben sie die Milch vermessen. Natürlich war das auch immer ein kleines Risiko. Oftmals haben sie auch gepanscht. Weil als Kind bin ich einmal dabei gewesen. Und dann auf einmal ist meine Mutter angefangen zu rennen. Und dann denke ich, warum rennt die so? Und in eine Hofeinfahrt rein. Und hat sie gesagt, ruhig, der Zöllner kommt. Ne? Und dann hat er die Milch gemessen. Und die haben ja gleich gesehen, dass da Wasser drin ist. Dann gab es natürlich einen Strafzettel, da war für die Woche der Verdienst weg. Es war damals noch nicht schon so, wie es heute noch ist. Ne? Und hat deine Mutter immer zu Fuß nach Budapest? Nein, die sind mit dem Fährefuhrwerk mit dem Bauer reingefahren und haben dann verkauft und der Bauer hat sie wieder mit heimgenommen. Und zwar hat der Bauer sich mit dem beschäftigt, die mussten den bezahlen und am Heimweg hat er in den Hotels und in den Gaststätten das Schweinefutter gesammelt und hat es dann heimgenommen und hat Schweine aufgezogen und hat dann damit Geld verdient, sodass der zweifach Fuhrlohn hatte, am Rheinweg die Frauen, am Heimweg dieses Schweinefutter. Na, dann kannst du bitte darüber was erzählen, wie war es? Gitterlapitisch. Ja, dann kam, Haberumega. Dann kam ein ganz anderer Abschnitt in meinem Leben. Wir mussten unsere geliebte Heimat verlassen. Wir wurden ausgewiesen, nicht nur ausgewiesen, sondern vertrieben. Mit 50 Kilo Gepäck wurden wir einwaggoniert, wie die 4, und sind 8 Tage unterwegs gewesen, bis wir hier im Kreis Buchsal angekommen sind. Und dann wurden wir verteilt auf die einzelnen Gemeinden. Und hierher nach Gondelsheim wurden 48 Buddha-Gässer hierher gebracht. Und darüber haben wir schon mal kurz gesprochen. Ja, ja. Dann vielleicht könntest du erzählen, wie dein Leben hier gelaufen ist. Ja, ich war noch... Bis heute eine Zusammenfassung. Ich war ja noch jung. Für mich war es kein Problem. Ich habe schnell alles vergessen. Denn in der Jugend vergisst man leichter und nimmt es nicht so schwer. Aber unsere liebe alten Eltern, die haben schon sehr darunter gelitten. Ne? Aber wir haben uns dann schnell als junge Menschen hier integriert. Mit den Jungen, wir haben hier junge Freunde bekommen und gute Freunde bis zum heutigen Tag noch, die noch leben und die zu uns stehen. Nicht nur Freunde, sondern auch in der Gemeindeverwaltung. Unser damaliger Bürgermeister hat damals gesagt, hat der sehr, mit dem ich sehr gut befreundet war und er gesagt hat, ich will das Wort Flüchtling und Vertriebener nicht mehr hören. Ihr seid Gondelsheimer und einer soll mir was sagen. Und so sind wir Gondelsheimer geworden. Wir haben hier dann natürlich, ich habe ja schon erzählt, wie der Anfang war. Es war schwer, jeder Anfang ist schwer. Es kam dann die bessere Zeit. Wir haben dann uns selbstständig gemacht. Zuerst kam die Ehe, die Frau, die Kinder, das erste Haus wurde erbaut, die ganzen Verwandten, alles hat mitgeholfen.
Und so haben wir doch gleich, mit 24 Jahren habe ich schon mein erstes Haus gehabt. Und heute muss ich sagen, welch großes Glück ich hatte. Ich habe nicht einmal Miete bezahlen müssen in meinem Leben. Ich habe gleich mit 24 Jahren angefangen und habe mich hineingekniet. Aber warum habe ich das getan? Weil die Not hat uns gedrungen. Man wollte uns nicht haben und das war unser schwäbischer Drang, etwas zu haben. Und da haben wir auch Glück gehabt und Erfolg gehabt. Und so ging es eins fürs andere Mal. Nach 5 Jahren durfte ich wieder ein Haus bauen. Ich habe mich dann selbstständig gemacht und habe dann einen Gemüsehandel, der sozusagen ein Dümmelscher Schwoltern. Das heißt, also von deiner Mama Ja, da habe ich schon einen Schuss mitbekommen vom Schwabhecht. Und das habe ich hier weitergemacht, weil ich gewusst habe, dass man da doch mehr verdienen kann, wie mit der Händearbeit. Und ich habe nicht locker. Natürlich, auch dort war es sehr, sehr schwer, denn wie das heißt, jeder Anfang ist schwer. Und wir wurden noch nur belohnt durchs Aushalten und Durchhalten. Und so kam auch dann der Erfolg. Was hast du gelernt? Was bist du vom Beruf? Ja, dann habe ich zuvor, bevor ich dieses Dümmelsgeschäft angefangen habe, habe ich Schneider gelernt. Aber das Schneiderhandwerk ist nicht mir gelegen. Erstens habe ich zwei Gründe gehabt. Am Anfang hatte ich nichts zum Essen, musste schwer arbeiten, den Schutt aufräumen in Deutschland und hatte auch keine Kleider. Und was will ein junger Mann? Schön gekleidet sein. Und der Hunger hat mich getrieben. So kam ich auf die Idee, Sobo zu werden. Üzletet kezdettem. Mm-hmm. És azt 40 évig megcsináltam. Hát az akkor, damit kann man doch verdienen. Aber man muss jeden Tag sehr früh aufstehen. Ja, ich habe nicht nur eine Schicht gemacht, ich bin jeden Tag, fast jeden Tag, zwischen 2 und 3 und 4 Uhr aufgestanden, nachmittags heimgekommen, die Hemdärmel aufgewickelt und die Lopata genommen und angefangen wieder zum Verlief. Wenn wir Haus gebaut haben, haben wir alles viel selber gemacht. Weil so viel Geld war nicht da, dass man es hätte machen lassen können. Wir haben dann alles oder viel selber gemacht. Natürlich keine Kosteok. Es waren kleine Häusler. Das erste Haus war 9 auf 10 Meter. Und das letzte Haus war das Wohnzimmer schon so groß wie dort das ganze Haus. Ja, und hast du noch Kontakte mit deinen Budakesser Freunden? Ja, wir haben regelmäßigen Kontakt. Wir sind 4 Freunde. Der Teberle Toni, der Jerzebe Karol, der Estela Jože und ich. Wir haben uns, wo wir 40 Jahre waren, geschworen, wir wollen alle Jahre 4-mal immer uns treffen bei einem anderen. Bei mir haben wir angefangen im Winter, weil da hatte ich Zeit, als Jüngelschüster war nicht viel Arbeit. Beim anderen haben wir angefangen in der Erdbeerzeit, Mai. Beim dritten haben wir weitergemacht, da haben wir ein Kukurizafest gemacht. Und beim vierten war es dann schon wieder im Herbst drin beim Develetoni. Und dieses haben wir gemacht bis zum 70. Geburtstag. 30 Jahre sind wir regelmäßig zusammengekommen, haben über die Jugend gesprochen, haben über unsere Streiche als Kind in Budakeszi gesprochen. Es war immer das Gleiche und immer wieder neu und immer wieder schön.
Und organisiert? Organisiert hat der Demmerle, Toni und ich, wir waren die Organisatoren immer. Wir haben auch alle 5 Jahre ein Schülertreffen gemacht mit einer Tanzveranstaltung. Und alle 5 Jahre haben wir eine Schule, beim Jaschebeck-Ferry in Menzingen war das, mit Musik und so weiter. Am Anfang hat es nicht so geklappt, da mussten wir noch drauflegen. Aber beim zweiten, dritten Mal haben wir schon einen Rebach gemacht. Und den Rebach haben wir dann wieder, ich habe dann schon ein kleines Mikrobusle gehabt, haben wir dann hineingesetzt und haben wir den Rebach auf den Kopf gestellt. Würdest du bitte etwas über Budakaser Gemeinschaft erzählen? Ja. Wie ist der Zustand gekommen? Wer war der Gründer? Oder? Dann kam der Budakaser Verein und ich war auch einer der Mitbegründer. Selbstverständlich. Der Mitbegründer des Vereins. Auch war ich derjenige, der in Neckarsulm die Patenschaft mit Dr. Plus geschlossen hat. Der Dr. Fullert aus Budakese und ich und der Herr Fritz damals, der damalige Vorstand vom Budakeser Verein, wir haben damals zuerst die Patenschaft geschlossen, aber mit dem Hintergedanken einmal Partnerschaft zu werden und heute haben wir diese Partnerschaft schon 25 Jahre und finden eine sehr gute Unterstützung von der Seite der Stadtverwaltung Neckarsulm. Und freuen uns immer wieder, dass dort unser zweite oder unsere Heimat ist, wo wir uns wieder treffen dürfen. Zweimal im Jahr, einmal zu einem Seniorentreffen und einmal zum Kiridok, Butschura, im September. Mhm. Ne? Da kommen auch aus Budakese. Ja, da kommen auch eine Delegation aus Budakese und so weiter. Und dann freuen sich, nur leider muss ich sagen, die ältere Generation wird immer kleiner. Und die Jungen werden eben doch nicht mehr so interessiert sein, wie es wir waren. So, und zum Abschluss dieses Interviews möchte ich noch der Nachwelt sagen, vor allen Dingen der Jugend, vergesst die Heimat nicht. Ich bin immer wieder bemüht, sie inspirieren, dass sie in die Heimat gehen, wo die Wurzel ihrer Ahnen waren, dass diese Heimat nicht vergessen wird. Denn wenn diese Heimat gestorben ist, dann ist für viele die Erinnerung weg.